Freunde, willkommen zurück zu einem Video. Doch bevor wir starten mit den Neuzugängen der letzten Tage, noch allgemeine Verbraucherhinweise für euch. Diesen Samstag startet hier auf Instagram und Facebook ein Livestream. Ihr könnt mit dabei sein, auch wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Collect Me If You Can in Your Loft vom guten Tim. Und auch ich werde leider nicht dabei sein können, werde aber den Livestream verfolgen, so gut es geht. Und seid dabei, zumindest im Livestream, und Steindorf wird auch da sein. Da könnt ihr sicherlich ein paar coole Gewinne abgreifen, weil es gibt auch ein Gewinnspiel, oder ihr kauft euch was Schönes. Das dazu und natürlich den Hinweis, ihr habt es ja gesehen, Toyplosion, sichert euch euer Ticket, wenn ihr es noch nicht habt. Dann wird es jetzt höchste Zeit, ihr werdet sonst unglücklich, wenn ihr das verpasst. Dann eine Neuerung bei mir im Video, es wird jetzt in jedem Video die Figur des Videos geben. Jetzt ist ja wieder Grizzler in aller Munde, weil jetzt morgen, glaube ich, geht dann wieder der Verkauf los über Mattel Creations. Das ist jetzt der Blackface Grizzler. Jetzt geht es hier um den normalen Grizzler. Den stellen wir mal einfach hier als stillen Beobachter, als Gast an den Rand. Und ja, die Idee habe ich mir ein bisschen geklaut von Bumo TV, der ja auch so eine Figur des Monats über präsentiert. Figur des Videos ist der gute Grizzler. Und nun starten wir mit den geilsten Neuzugängen seit langer Zeit. Wir fangen mal an mit Wrestling. Wir haben hier nach 30 Jahren wieder ein WWF oder WWE-Event gehabt, diesmal in Cardiff, Wales, Clash of the Castle oder at the Castle. Und nun gab es auch in diesem Zusammenhang nochmal eine Neuauflage des legendären Pay-Per-Views SummerSlam 92 im Wembley Stadium in London mit dem Main-Event Bret Hart vs. British Bulldog. Das Ganze hier auf Blu-ray. Natürlich leider nicht im 16:9 Format, das wäre nicht technisch möglich gewesen. Und hier könnt ihr einfach nochmal das Ganze miterleben und in Erinnerung schwelgen. Was war das für ein geiler Event? Die Atmosphäre, Freiluft, Arena, die Matches. Meine Favoriten waren natürlich hier Rick Martel vs. Shawn Michaels. Das war technisch gesehen zusammen mit dem Main Event Bulldog gegen Hart das beste Match. Und natürlich Legion of Doom, Repo Man, Nails. Also auch viele Trash-Gimmicks wieder mit dabei. Und die lassen einfach mein Herz höher schlagen, wenn ich das alles sehe. Warrior gegen Macho Man darf man auch nicht vergessen. Und was ganz wichtig ist, ihr habt hier als Plus, als Bonus bei dieser Blu-ray, habt ihr noch 3 komplette Episoden von den WWE Superstars Folgen, die im Vorfeld gelaufen sind zu diesem SummerSlam 92. Sprich, da wurden die Matches nochmal aufgebaut. Da habt ihr Promos gesehen, Segmente, aber auch viele coole Matches gegen Jobber. Richtig sehenswert, und für gerade mal 20 Euro ist diese Blu-ray oder ja, dieser Pay-Per-View ein Muss, den muss man einfach haben. Außer ihr habt die VHS, dann könnt ihr es natürlich auch sein lassen. Noch ein Hinweis, beim letzten Mal, ich habe ja schon ewig keine Blu-ray mehr geholt. Das letzte Video hatte ich mal diese hier vorgestellt und bin euch auch noch eine Empfehlung schuldig. Klare Kaufempfehlung, die Matches, darüber kann man streiten, ob die was taugen. Es ist Geschmackssache, aber die Dokumentation über WrestleMania mit diesen ganzen Background-Infos und Behind-the-Scenes, mega geil. Auch das kann ich nur empfehlen, kauft euch diese Blu-rays. Das dazu, kommen wir zu etwas Vintage. Und zwar habe ich jetzt hier in Britannien dieses Mask Annual Buch gefunden. Ihr seht ja hier, Volcano ist da drauf, Rhino, wir haben hier Manta, wir haben Switchblade, wir haben Thunderhawk und Gator. Also da ist richtig Action auf diesem Cover. Und ich habe es mir eigentlich nur geholt, damit ich mir das in die Vitrine stellen kann als Hintergrundmotiv. Ja. Wir werden mal einen kurzen Blick reinwerfen, aber nicht so detailliert. Ihr seht ja hier, schöne Zeichnung. Da ist ja der Thunderhawk Matt Tracker mit Bombe sogar. Das wäre ja in Deutschland undenkbar gewesen damals, dass man die Bombe mit drauf gemalt hätte. Ja, und ihr seht es hier, das ist natürlich nicht Mint, das ist schon benutzt gewesen, aber es ist trotzdem in good condition, würde ich sagen. Und hier sehen wir ein paar Zeichnungen, auch wieder Volcano, Miles Mayhem, ja, ein Kreuzworträtsel wurde schon befüllt. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, ich will es nur sagen, als Hintergrund für meine Vitrine ideal. Vielleicht wollt ihr sowas ja euch auch zulegen, deswegen zeige ich es ja euch auch, ne? Um euch auch ein bisschen hier zu begeistern und Impulse zu geben oder Ideen. Das dazu. Noch ein bisschen mehr Merch, und zwar habe ich gefunden auf eBay diese Long Playing Record, also die LP, die Platte ist auch noch mit dabei. Es ist also nicht nur hier die Hülle von Kid Stuff, und das Ganze hier handelt von dem Film The Secret of the Sword. Ihr kennt das alles, diese Weihnachtsgeschichte und dieses Crossover von He-Man und She-Ra, und hier diese Filmation-Cartoon-Szenen, die sind einfach sensationell schön. Guckt euch an, wir haben hier Scorpia, wir haben Leech, Mantenna, Catra, Adora und dann noch hier bei Adora oder bei She-Ra bin ich nicht sattelfest, wie die beiden heißen, weiß ich gar nicht, das ist Frosta und Bo, keine Ahnung.
He-Man gegen die Horde-Trooper, Skeletor und er hier, der Shapeshifter Hordak, der hier die Form einer Bohrmaschine oder einer Rakete angenommen hat, je nachdem, wie man es sehen möchte. Sensationelles Cover. Auch das als Hintergrundmotiv für meine Glasvitrinen und davor drapiere ich dann die ganzen Figuren. Die Rückseite, die ist noch besser als die Vorderseite, weil wir haben hier noch mehr Szenen aus dem Film. Einfach nur toll. Ich habe den Film damals auf Tele 5 gesehen und Tele 5 gibt es ja wieder den Sender. Wäre das nicht sensationell, wenn Tele 5 an Weihnachten wieder diesen Cartoon bringen würde? Ich würde es ja abfeiern und ich würde es auch gucken, definitiv. Catra schon wieder, He-Man hier im Horde-Trooper-Outfit und She-Ra, sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, auch die Melodie oder die Soundtrack-Musik von She-Ra fand ich immer sehr, sehr genial. Ne? Allein deswegen war das schon wert, diesen Cartoon zu schauen. Hier haben wir Hordak, wie er Adora entführt. Noch mehr Szenen. Und Grizzler hier am Control Panel und ja, überwacht das Geschehen. Cobra K mit Skeletor, Swiftwind sehen wir hier. Wie die beiden heißen, weiß ich nicht. Die haben mich nie interessiert. Die fand ich nervig. Ich glaube, das ist Kaul. Ja, und da unten ist wieder Action. Skeletor, Horde Trooper. Mega geil, mega geil. Das dazu. Ohne Moto geht's halt nicht. Kommen wir nun zu Figuren. Und zwar habe ich gefunden durch einen Tipp von unserem guten Freund Mark folgendes. Den hier kennt ihr ja. Das ist der Wassergeist von den Ghostbusters. Oder zwei Wassergeister von den Ghostbusters. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Und der darf eigentlich in keiner Ghostbusters-Sammlung fehlen. Der sieht einfach genial aus. Er hat einen extrem hohen Spielwert, denn er kann aus seiner Nase und aus den Augen Wasser spritzen oder schießen. Wunderschön. Auch hier, die Farbe passt natürlich, Wassergeist, also blau. Aber es gibt noch was Geileres. Und zwar gibt es was von einem ja, Customizer, der nennt sich Mutant Master. Hier auch sein Sticker. Sehr schön. Und der macht geile Customs. Es ist mir schon vorher aufgefallen auf Instagram, aber da hatte ich irgendwie nur so Bilder angezeigt bekommen von, wie heißt das, SpongeBob und Patrick. Das hat mich da nicht interessiert. Und dann hat mich der Marc in unserer WhatsApp-Gruppe darauf hingewiesen, dass es auch Wassergeister oder Ghostbusters oder andere Figuren gibt bei ihm. Und dann habe ich mal seine Seite abgecheckt und habe mir dieses Custom gekauft von ihm. Und zwar in Miniaturform. Diesen Wassergeist. Ist der nicht sensationell? Intransparent, translucent, also durchsichtig. Dann natürlich hier schön bemalt. Wir gucken es mal aus der Nähe jetzt an. Hier haben wir den Wassergeist. Schön mit Zunge, Zähnen, Auge. Natürlich ohne Action-Feature, ist ja klar. Sehr schön, total transparent. Sieht einfach nur genial aus. Und das Schöne ist, so habe ich es immer gespielt, aber es geht jetzt natürlich noch besser mit dem Kleinen. Ihr nehmt dann natürlich hier diesen Wassergeist und setzt ihm einen Ghostbuster auf den Kopf. Und wenn dieses Bild nicht göttlich ist, dann weiß ich auch nicht. Also ihr könnt damit auch wunderbar spielen. Das ist sehr robustes Material, da bricht auch nicht so leicht. Vorsicht natürlich, ich habe es für die Vitrine gekauft zum Ausstellen oder um Fotos zu machen. Wenn ihr spielt, kann natürlich passieren, dass man hier auch mit Farbabrieb rechnen muss. Das wäre natürlich schade, aber grundsätzlich ist es... Und da fällt schon wieder runter. Richtig gute Arbeit. Ich bin beeindruckt von der Qualität, muss echt sagen. Chapeau. Monsieur, wie heißt du? Mutant Master. Richtig gute Arbeit. Exzellent. Ne? Richtig geil. Und das war's noch nicht. Der hat noch mehr auf Lager, der Junge. Machen wir mal hier die Ghostbusters beiseite. Und zwar haben wir hier noch eine Mischung aus Moto und WWF. Ihr kennt ja alle den Smash hier von der WWF Hasbro-Reihe. So sieht er aus. Und hier haben wir seine Figur mit einem anderen Herzguard natürlich und einen Beastman. Und dieser Beastman, ihr seht sie hier, das ist ein unschlagbares Tag Team, die beiden. Ne? Auch schön bemalt. Ich hatte Angst, dass ich den, wenn ich den sauber mache mit einem Feuchttuch oder Hygienetuch, dass da sofort die Farbe abgeht. Aber nein, ist nicht der Fall. Es ist sogar, ja, sehr, wie soll ich sagen, wenig anfällig. Aber auch hier natürlich die gleiche Empfehlung. Eher was für die Vitrine würde ich jetzt nicht benutzen, um ihn hier mit ihm zu spielen. Ihr wisst ja dann, was passiert und wie die WWF Hasbro-Figuren dann aussahen nach einer kurzen Zeit, wenn man damit gespielt hat. Auch hier Smash sieht fantastisch aus. Die beiden. So, habe ich jetzt. Ich wollte unbedingt mal einen haben, um zu testen, ob der was taugt. Und ich kann euch sagen, der Junge hier, der taugt was. Der sieht richtig gut aus. Das Tolle ist, die Arme sind auch beweglich, der Kopf auch. Natürlich ohne Action-Feature. Aber... relativ mobil, würde ich sagen. Und das Tolle ist hier, ihr könnt das Ganze auch lösen, trennen. Und zwar werden die Gliedmaßen, die Extremitäten durch einen Magneten gehalten. Ist das nicht genial gelöst? Ich feiere das total. Auch der Kopf, da ist er. Einfach durch einen Magnet gehalten, der Torso genauso.
Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Und weil die so schön sind, die Figuren, stelle ich sie auch gerade nochmal hin. Warum zur Seite, wenn wir doch hier noch im Background Platz haben. Klar, Grizzler ist eigentlich die Figur des Videos, aber er hat starke Konkurrenz bekommen, wie ich finde. So, kommt mal her, Jungs. Dann haben wir aber noch was und das ist ein kleines Highlight. Oh, da fällt schon ein was ab wieder. Und zwar hat er auch hier Moto-Figuren, ob Skeletor, He-Man oder in diesem Fall Merman. Und Merman in diesem Translucent ist einfach nur genial. Es sieht aus wie so ein Eisgletscherbonbon. Da fällt die Waffe runter, die zeige ich euch aber jetzt. Ich nehme an, das ist ein 3D-Druck, kein Original und das hat er dann einfach nochmal bemalt. So sieht es dann aus. Das heißt, er kommt mit Zubehör, die Fliege konnt ihr auch lösen und das Schwert auch. Das machen wir jetzt auch mal. Ihr seht es einfach an der Stelle, könnt ihr abmachen, könnt es auch wieder dran machen. Natürlich sieht es ohne etwas dämlich aus, deswegen machen wir es wieder dran. Na, kommt mit etwas Gefühl, ja, sitzt die Fliege auch schon wieder. Und auch hier gilt, die Arme lassen sich lösen, der Kopf ebenso. Hier ist er nochmal. Warum er den Mund nicht bemalt hat, das wird sein Geheimnis bleiben. Aber ich weiß, der Master Ölli würde das wunderbar hinkriegen. Und jemand, der Talent hat, Geschick besitzt, ja, und eine ruhige Hand, der kann das sicherlich mit etwas Filigrantechnik dann nachholen. Auch hier die Beine und Torso sind abnehmbar. Richtig gut. Und was das Schöne ist an der Figur, die steht auch 1A. Im Gegensatz zu vielen Origins-Figuren, ihr seht ja hier Blackface Grizzler, der baut auch so einen Stand meistens, steht der 1A bombenfest. Ja, und ich muss sagen, das ist so genial die Idee gewesen. Ja, Merman, der aus dem Wasser steigt, dann in dieser Wasseroptik, genauso wie der Wassergeist. Das ist einfach genial umgesetzt und die Idee könnte nicht besser sein. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum Thema Ghostbusters. Und zwar suche ich ja immer nach kleinen Geistern wie diesen hier. Deswegen habe ich die kleine Variante genommen. Den gibt es übrigens auch in groß. Also wenn ihr den in dieser Originalgröße haben wollt, bietet er auch an, kostet quasi das Doppelte. Und hier nochmal eine lose Figur, die wollte ich gar nicht haben. Ich hatte es auf diesen Geist oder Alien abgesehen, den seht ihr hier. Und endlich mal einer von diesen kleinen Geistern in der grünen Farbe. Weil wir haben viele in, ich sag mal, Rottönen und Orangetönen oder auch Blautönen, aber keine in grün. Ich glaube, das ist der einzige in grün und es ist eine Art Alien, würde ich so sagen. Ne? Aus der Super Fright Serie. Die Figur gab es halt mit dazu. Das Ganze hat mich 10 Euro gekostet. Ja, die Figur wollte ich eigentlich gar nicht, weil sie ist unvollständig. Es fehlt die Waffe, es fehlt der Helm. Das Action Feature geht aber. Die Fontanelle steigt hoch. Müsste hier nur quasi am Rücken den Hebel hochschieben. Mehr ist es nicht. Und der Hebel, ach der Hebel sage ich schon, der Helm geht dann auf in zwei Teile. Und das suche ich, wenn ihr hier einen Teil habt von dem Helm oder den kompletten Helm und die Waffe, gerne bei mir melden, weil an sich ist die Figur echt schön, so als Dreingabe. Ich musste gar nicht viel sauber machen, die ist extrem weiß und ja, ganz toll sieht die aus. Aber nochmal, es ging um diesen Geist und der ist sensationell. So, dann gab es noch einen kleinen Bonus und zwar bei der Bestellung hier bei ihm gab es noch diese beiden Jungs hier. Die packen wir mal aus, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Die bleiben aber nicht in meiner Sammlung, die werde ich dann mal verlosen bei Gelegenheit. Ich meine, 500 Abos, mache ich eh wieder ein Gewinnspiel, da packe ich das auch noch mit dazu. Und hier nochmal ein kleines Dankeschön für die Bestellung. Here's a little free gift, see you on Instagram, Mutant Master. Wir sehen uns sicherlich. Hier haben wir einen winzig kleinen He-Man. Ist sehr cool. Natürlich nicht beweglich, das ist ja klar. Ne? Aber so als Gag, als Gimmick, finde ich echt gut. Guter Kniff. Und hier bemalt, und das ist auch extrem filigran, weil das sieht ja cool. Das sieht ja mega aus. Skeletor, und das gefällt mir richtig gut. Hätte ich mir natürlich nie bestellt, aber sowas als Geschenk, also ganz ehrlich, damit punktet man bei mir, ganz klar. Deswegen mache ich auch gerne umsonst kostenfreie Werbung für ihn, weil ich einfach von den Figuren überzeugt bin. Die begeistern mich, ich finde sie geil, fertig aus. So, ich verlasse euch aber nicht ohne ein Unboxing. Und zwar haben wir hier das erste Mal, ich habe mich echt schwer getan mit dieser Toyline bislang, eine Figur aus dieser Masterverse-Reihe. Und bislang war es ja so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es kamen hier nur Figuren raus aus der Revelation-Serie. Jetzt konnte ich mit dieser Serie gar nichts anfangen, die Story hat mich überhaupt nicht gepackt. Und die Story oder die Handlung ist mit das Wichtigste bei einer Serie. Ja, ja, wie gesagt, es war nicht meins, deswegen haben mich die Figuren nie angesprochen, es hat mich nicht gejuckt. Und nun haben wir hier nicht aus der Revelations-Reihe oder Cartoon, sondern hier aus der New Eternia-Reihe den Zodak. Und als ich die ersten Produktbilder gesehen habe, da wusste ich, ich kriege hier richtige Vintage-Vibes.
Ich finde den genial. Ich finde den genial, deswegen wollte ich ihn haben und er war auch nicht teuer bis Miss Toys. Ich meine, 27 Euro inklusive Versand, das ist schon extrem günstig. Ne? Und deswegen habe ich dann zugeschlagen. Hier nochmal das Artwork, sehr schön. Ist richtig gut geworden. Ne? Also für Leute, die Mox sammeln, ist das echt toll. Die schieben sich das ins Regal und können es dann genießen. Aber für mich ist das natürlich nichts. Ich packe den mit euch aus. Und auch hier, bis auf diesen Sicherheitshinweis, das ist kein Sticker, das ist echt geprintet. Sehen wir im Hintergrund den Wikinger-He-Man und diesen Wikinger-Skeletor. Ja, und natürlich die Figuren, die auch noch erschienen sind, die aus dieser neuen CGI-Serie, die mich auch nicht anspricht. Wobei da die Story echt gut ist, aber der Look, dieser kindische Look, spricht mich halt nicht an. Und Catra. Aber ich bin kein She-Ra-Fan, deswegen werde ich diese Figur sicherlich nicht kaufen. Muss ich mal schauen, ob ich in Zukunft mir noch weitere Figuren davon besorgen werde. Da steht Zodek drauf. Aber der hier könnte meine Meinung grundlegend ändern. Und man muss ja auch offen sein für Neues. So, die Waffe trennen wir mal raus. Ich glaube, hier komme ich zurecht ohne... Ach nee. Auch hier sind wieder Wechselhände dabei. Die lasse ich drin. Die brauchen wir nicht. Ach komm, ich nehme sie raus. Wenn schon Unboxing, dann richtig. Und nun habe ich tatsächlich kein Messer zur Hand. Und das brauche ich aber. Und bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Da war ich etwas unvorbereitet, aber nicht weiter tragisch. Und ihr seht hier Zodek in seiner ganzen Pracht. Was mir sofort auffällt, das hat auch schon Zodeks Zeitresor richtig gesagt, extrem große Krallen an den Füßen. Etwas übertrieben, too much. Ich weiß nicht, ob sie hier irgendwas von einer anderen Figur recycelt haben, aber das ist nicht wirklich akkurat umgesetzt. Aber gut, kommen wir erstmal zu den negativen Dingen. Ihr seht jetzt hier, er hat einen Blaster mit dabei, das finde ich richtig cool. Und diesen Stab oder Stock oder was auch immer. Soweit, so gut. Und hier ist es sogar cool, diese Zeigefinger von ihm, der ja, tut so, als ob er einen Abzug gleich betätigen würde. Nur diese Waffe, der Blaster, der hat keinen Abzug. Und deswegen ist es dann für mich auch schon wieder ein Abzug in der B-Note. Weil wir gucken uns hier den Blaster an. Der ist ja schön geworden, der Blaster. Aber wenn ich dann entsprechend keinen Abzug habe am Blaster, ist das hier irgendwie affig. Nun gut. Dafür gibt es ja die Wechselhände, die kann man ja dann machen, weil was auch schön ist und das ist das Positive, ihr habt hier einen Pistolenhalter, einen Halfter und da kann man den hier reinklippen. Das testen wir jetzt mal, wie gut das hier geht. Zumindest habe ich das schon mal irgendwo gesehen, dass das funktionieren soll. Ja, das funktioniert auch. Ja, ihr seht es hier, da ist jetzt der Blaster angebracht, der Halfter hält ihn auch, da wackelt auch nichts. Und hier ist der Stick. Beim Stick fällt mir auf, klar, ihr müsst ihn auseinandernehmen in zwei Teile, sonst passt er nicht in den Blister und so könnt ihr ihn auch an seinem Rücken anbringen, wenn ihr das denn möchtet. Und das zeigen wir euch mal hier, weil er hat jetzt hier im Gegensatz zur Vintage-Figur hat er diese Schulterklappen oder Polster, die kann man aber auch entfernen, wenn man das möchte. Und die werden hier nur so dran geklebt, das ist das Gute. Und dann nehmen wir die einfach ab und dann sieht das schon etwas mehr nach dem Vintage-Zodek aus. Aber ansonsten die Rüstung, der Helm, das ist schon richtig gut geworden. Leider finde ich, hier haben sie eine andere Farbe genommen, etwas Weinrot, der Stab. Aber das ist jetzt Jammern auf höchstem Niveau. Das kann eigentlich so auch bleiben. Und dann klippen wir das mal so dran. Und dann hält es quasi an seinem Rücken. Ja. Ja, das ist eigentlich auch schon fast alles. Also beweglich ist die Figur ohne Ende. Das sind mir persönlich schon wieder zu viele Gelenke, deswegen bin ich ja weder von dieser Toyline ein Riesenfan, auch nicht von den Origins. Ich mag es da irgendwie lieber, ne? Weniger ist mehr an der Stelle, will ich sagen. Aber er hat halt viele Gelenke, jetzt kann man ihn entsprechend posieren. Dazu die Wechselhände, da geht schon was, ja. Aber die Füße, die sind schon brutal. Ja, das stimmt schon. Martialisch nahezu. Hier die Rückseite nochmal. Und was können wir jetzt noch mit ihm machen? Die Waffe habe ich euch gezeigt. Die müsst ihr halt, wie gesagt, zusammenstecken. Das machen wir jetzt auch nochmal. Dann kommt sie jetzt weg. Und dann versuchen wir mal, hier die Rüstung und so weiter abzunehmen. Das muss ja gehen. Aha, der Kopf geht auch ab. So ist er nochmal. Schön. Einfach nur schön. Tolle Figur. Optisch der Knaller. Was kann man hier noch machen? Hier kann man scheinbar den Gurt lösen. Ich hoffe es. Ja, das geht sogar. Ja, dann nimmt ihr hier den ganzen Harnisch ab. Und dann kann man auch hier diesen Halfter entfernen, würde ich mal behaupten. Ja, da sind zwei Gurte dran, das geht sogar, ja.
Die Frage ist, das ist wie bei den Origins meistens, wenn ihr da den Harnisch oder sonst was entfernt und die Gurte löst, dann kriege ich es in der Regel nicht mehr rein. Also in der Regel. Auch jetzt habe ich hier größte Probleme, das zu lösen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist gar nicht dafür gedacht, dass man es abmacht. So, jetzt haben wir das. Diesen Lendenschurz, den kann man nicht entfernen. Ja, das ist Plastik, das ist hier ein Teil. Und dann machen wir jetzt nur noch mal die Rüstung dran. Und dann kriegt er noch mal seinen Blaster in die Hand. Und dann machen wir einen auf Vintage. Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ja auch so einen Beastman, aber der ist mir schon wieder over the top. Das ist mir schon wieder zu viel, wie der designt wurde. Das ist nicht der Beastman, wie wir ihn hier gesehen haben. Ja. Und ja, kriege ich hier den Gurt dran. Komm, das wird schon reichen. Das wird reichen für unsere Zwecke. Kopf drauf und Blaster in die Hand. Auch wenn der Abzug fehlt. Machen wir noch einen Wechselhand dran. Dafür sind sie ja da. Das ist mir zu viel Schnickschnack mit diesen Wechselhänden. Wechselköpfe finde ich ja noch sinnvoll, aber alles andere brauche ich nicht unbedingt. Gut, jetzt aber genug hiervon. Jetzt wollen wir ihn mal ein bisschen drapieren, dass er in einer vernünftigen Pose dasteht. So. So ein bisschen zur Seite gucken. Da ist er. Zodek, der kosmische Enforcer. Und damit verabschiede ich mich und sage viel Spaß beim Kauf eurer Wahl. Und wir sehen uns bald wieder. Habt Spaß, macht's gut. Ciao.